Kampfes. Punktrichter Caroline Pütz, Oliver Brien und Adrian Laschescu. Der Mann im Ring, Alexander Wilding. Und nun zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 38 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 76,3 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz, 20 Kämpfe, 14 Siege, 5 davon durch Knockout, bei 2 Unentschieden. In seiner Ecke, sein Trainer Kader. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Armenien, Yerevan Armen, the Gorilla. Sein Gegner in der roten Ecke ist 28 Jahre alt, 1,76 Meter groß, 76,2 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz als Profi, 17 Kämpfe, 16 Siege, 8 davon durch Knockout. Als Amateur über 150 Kämpfe, gekämpft für die deutsche Nationalmannschaft, deutscher Meister nach BDB, tritt an für Hasrolli Sport & Performance, Manager Burim Hasrolli. Er dann für Fight Power Academy mit Argon, Goni Cotisi und Roland Reicher in der Ecke. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, welcome, Dimitar Thiele! Hier kam es angesetzt auf 6 Runden, 6 Rounds of Boxing. The Boxers to the center. Heads up, you know, punch down, okay? Check hands. Die Boxer sind bereit. So let the fight begin! Da sind wir wieder. Dimitar Thiele'v gegen Armen Yebremian. Es ist ein Gefecht, das wir mit Spannung erwarten. Alexander Wilding, unser Ringrichter, ganz erfahrener Mann. Und jetzt schauen wir mal. Thiele'v in den grünen Shorts. Sein Kontrahent in Rot. Thiele'v, ja, überraschend. Seinen vorletzten Kampf verloren gegen Navarro. Bittere K.O.-Niederlage. Sein Auge zugeschwollen nach einem Knockdown. Will es jetzt nochmal wissen. Aufgeben gibt's nicht nach einer Niederlage, hat er mir gesagt. Er will wieder angreifen. Neue Promotion, neuer Trainer. Und jetzt schauen wir mal, was sich bei ihm so verändert hat. Anfang hier noch sehr verhalten. Thiele'vs Stärke ist ein gerader, gestochener Jab, gute Führhand. Hinter der bereitet er seine längeren Attacken vor. Merkt aber auch hier mit Yebremian, hat er wirklich einen guten Mann vor sich. Der Armenier, ganz, ganz erfahren. Zuletzt gegen Simon Zachnuber nach K.O. verloren. Davor aber gut im Kampf gewesen. Also das ist ein richtiger Prüfstein für den Mann aus Bielefeld in den grünen Hosen. Kann man hier als Abtasten bezeichnen. Yebremian versucht hier auch schon einiges, ohne Erfolg. Thiele'v hat da auch noch nichts gefunden, um den Gegner mal zu überraschen. Aber das ist auch völlig normal hier zu Beginn. Jetzt mal die ersten Aktionen mit nachhaltiger Wirkung. Thiele'v da exzellent weggeduckt. Aber insgesamt hier sehr, sehr ausgeglichene erste Runde. Spannung ist hier zu spüren im BMW-Park. In München, Sendling-Westpark gelegen. Bei München Basketball, sonst hier vor Ort. So entwickelt sich langsam zum Box-Mekka
in der Bayerischen Landesmetropole. Schon die zweite Veranstaltung in diesem Jahr. Im Ring tut sich weiter noch nicht viel Entscheidendes. Hier Premian versucht viel, trifft Tilev kaum und Tilev auch noch relativ verhalten. Die erste Runde ist in den Büchern. Enge Geschichte. Trainer Goni Kotisi wirbelt mit dem Handtuch. Tilev ja frisch mit ihm zusammen. Der Mann in der Ecke, der Mann aus Bielefeld. Haben sich auf einer Argon-Veranstaltung kennengelernt, derzeit Deutschlands größter Boxstall. Sich sympathisch gefunden. Kotisi hat ihn angerufen, wir wollen hier München etwas aufbauen. Und er hat in Tilev das Potenzial weiter gesehen, so wie viele andere auch. Und will ihn zurückführen. Erstmal an die deutsche Spitze und dann auch weiter. Atme, atme und mach deinen Job gut. Bau ihn nicht auf, du hast nicht nötig. Atme, die Brücken durch. Sei wach, ne? Komm, weiter, gut. Wird ihn gut eingestellt haben, vielleicht etwas mehr Aktivität gefordert haben vom ehemaligen deutschen Meister. Der Kämpfe gerne führt. Aber bisher macht es ihm Jebremian nicht einfach. Das ist natürlich auch so eine Frage nach so einer harten Knockout-Niederlage. Stark zurückkommen, das ist eine Möglichkeit. Aber sie kann auch nachhaltig Spuren hinterlassen. Tilev wird hier immer wieder in den Rückwärtsgang gezwungen. Schön Körper und Kopf attackiert. Schöne Führhand von Tilev. Die Halle wacht jetzt auch langsam hier auf. Aber Jebremian ist da, steht hier sein Mann. Das war mal eine schöne gestochene Führhand, da kann er auch nachsetzen. Nach der rechte Haken jetzt drin, das sind die ersten defensiven Lücken, die sich hier offenbaren in der zweiten Runde beim Mann aus Armenien. Dem auch gegen Simon Zachenhuber gut mitgeboxt hat. Und dann am Ende per Knockout ausgeschaltet wurde. Später bei uns natürlich noch drei Hauptkämpfe live bei München TV. Ab 22 Uhr, also das ist nicht mehr lange. Für jeden, der mal auf die Uhr schaut, nach diesem Kampf wird es fast postwendend weitergehen. Mit den zwei Main Events und einem ganz, ganz interessanten Mann aus der Ukraine. Alle drei Kämpfe im Halbschwergewicht. Eine Gewichtsklasse über dem Super-Mittelgewicht, was wir hier sehen. Der Kampf hat sich wieder etwas beruhigt. Aber Tilev in der Runde schon deutlich agiler und zielstrebiger als noch in Runde 1. Er reißt das so langsam hier an sich, aber auch nur langsam. Jebremian versucht natürlich auch noch weiter Aktionen zu bringen. 34 Sekunden noch auf der Uhr. Die letzten 10 Sekunden. Tilev nochmal mit Aktionen. Es wird wilder. Und dann ist die Runde tatsächlich auch in den Büchern. Tilev mit etwas mehr Momentum. Aber Jebremian auch da. Hier haben wir nochmal den schönen rechten Haken gesehen. Der hat voll eingeschlagen. Das sind die Momente, wenn die Deckungsarbeit bei Jebremian nicht mehr so stichhaltig ist. Da kann man zustechen aus der Sicht von Tilev. Das hat er dann auch gemacht. Immer dann, wenn er viele Aktionen gebracht hat, war er hier am Drücker. Gleich geht's rein in Runde 3.
zugewedelt, wie beim Saunaaufguss. Das ist natürlich brutal anstrengend, auch relativ heiß hier im BMW-Park. Da wird der Atem nochmal ein paar Prozent schwerer. Runde 3 in diesem Gefecht. Tilev gegen Jebremian, dessen Spitzname der Gorilla lautet. Da muss er sich aber noch ein paar Mal auf die Brust klopfen und mehr nach vorne gehen. Tilev kommt gut raus. Die Schläge landen alle auf der Deckung. Tilev schaut natürlich auch, wann kann er ihn abkontern, so wie hier mit der schönen rechten Geraden. Und dann trifft aber Jebremian ihn. Und da muss Tilev das Knie nehmen. Wird hier angezählt. Jebremian will natürlich nachsetzen. Tilev muss seine Defensive jetzt wiederfinden. Ist da voll reingelaufen in die rechte Gerade. Ähnlich wie gegen Navarro. Die Führung unten gehalten. Und Jebremian will es jetzt wissen. Tilev muss da wegspringen. Muss da raus von den Seilen. Klammert jetzt. Das ist gut. Aber die Runde ist noch sehr, sehr lang. Jebremian will es jetzt wissen. Das ist aber auch wild. Vom Mann aus Armenien. Und Tilev schlägt jetzt auch wieder zurück. Ganz, ganz spannende Lage jetzt. Jebremian müsste ihn eigentlich eiskalt finishen. Aber das sind wilde Attacken. Und Tilev kann das auch abkontern. Und er hat die Nehmerqualitäten. Eine Frage des Willens jetzt hier im BMW-Park. 80 Sekunden noch. Besiegt Tilev hier sein Trauma? Oder wird er erneut geschlagen. Er scheint wieder etwas mehr da zu sein, muss aber aufpassen. Der linke Haken wieder voll drin, nimmt zu viele Schläge. Jetzt ist es eine offene Schlacht hier im BMW-Park. Mann gegen Mann. Schöner rechter Haken von Tilev. Er ist wieder da. Seine ganze Erfahrung aus den Amateurkämpfen muss er jetzt nutzen. Scheint die schlimmste Phase überstanden zu haben. Die Runde natürlich 10-8 weg. Mit Abstand der engste Kampf hier am heutigen Abend. Aber das wollen die Boxfans doch auch sehen. Sekunde noch. Tilev hat sich aus dieser Schlinge nochmal herausbefreit. Diese Schlinge des Knockouts, der in der Luft lag. Aber Runde natürlich 10-8 für Jebremian. Erste Runde sehr, sehr eng. Zweite aus meiner Sicht bei Tilev. Also könnte unentschieden stehen oder auch leichte Vorteile für den Mann aus Armenien. Hier sehr voll reingelaufen. Seine linke Führhand zu weit gefallen. Bist du wieder da? Sobald das Knie am Boden ist, muss dann auch angezählt werden. Das ist hier der Fall. Ich bin da, ich bin da. Also auch alles richtig gemacht. Es war, jetzt kommt deine Zeit, ne? Nicht locker lassen, ne? Ganz wache Augen hier, schön zu sehen. Du sollst pendeln, du bleibst manchmal stehen und schauen. Ich hab gesagt, jetzt wird sich zeigen, aus welchem Holz dieser Dimitar Tilev geschnitzt ist. Da werden natürlich die Erinnerungen wach. An die letzte Niederlage gegen Navarro. Auch da war er eigentlich wieder da nach dem Knockdown. Aber dann ist sein Auge extrem zugeschwollen. Das ist heute nicht der Fall. Er muss jetzt ganz, ganz tief in sich gehen. Alles rausholen aus der Sicht. Jebremian etwas zu wild beim Finish gewesen. Muss aber so weitermachen. Macht das hier an sich gut. Scheint von den Treffern von Tilev auch nicht so beeindruckt zu sein. Wunderschöner offensiver Kampf. Tilev trifft aber auch immer wieder gut. Es ist brutal spannend hier im BMW-Park. Schöne Rechte zum Körper. Schöner rechter Haken von Tilev, jetzt hat er ihn da in der Ecke.
Aber Debiamian klammert gut, der Armenier. Macht seinem Spitznamen Gorilla dann doch einige Ehre, zumindest hat er die Kraft eines solchen. Schöner rechte Gerade, mit der Tilev da niedergestreckt hat. Jetzt muss er aber auch immer wieder einstecken. Die linke Führhand des Armeniers, sie fällt zu oft und das ist gefundenes Fressen für Tilev. 105 Sekunden noch auf der Uhr. Wieder die rechte Gerade zwischen die Deckung von Tilev, der aber auch immer wieder die Lücken jetzt sieht. Es ist brutal spannend. Wir wollen zeigen, dass wir wieder da sind. Das hat er vor dem Kampf gesagt. Und das kann er jetzt zeigen. Eine bessere Bühne gibt es nicht. Letzte Minute in Runde 4. Wird geklammert. Minimaler Kraftverschleiß. Man muss sich natürlich auch die letzten zwei Runden noch einteilen. Die Runde in meinen Augen etwas mehr bei Tilev, weil er die klareren Treffer gehabt hat. Debremian auch das ein oder andere Mal in der Ecke gestellt hat oder an den Seil, so wie jetzt hier. Absolute Willensleistung. Absolute Charakterfrage. Tilev ist wieder da. Stopp! 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 Kopf hoch, sagt der Ringrichter. Kopf hoch, jetzt auch in der Rundenpause. Zwei haben wir noch im Programm in diesem spannenden Supermittelgewichtskampf. Aufpassen, weil er versucht, dich zu an der Weltspitze einiges tut, Canelo Alvarez ist verteidigt. Aber du musst mehr bringen, weil alles die Scheiße in diesem Monat. Davon sind diese beiden ein gutes Stück entfernt, aber der Sieger dieses Kampfes, er wird sich nach oben katapultieren in den Ranglisten. Da muss nach Türen gehen und raus und wieder, dass er das nicht sieht. Für Tilev wäre es ein großer Sprung, vor allem deutschlandweit, das sind ja auch viele Namen, aber das ist alles Zukunftsmusik, es gilt sich jetzt zu fokussieren. Und wenn du den hast, dann versuchst du deine Hände zu für die nächsten zwei Runden hier, Bremian voll da, wache Augen, der wird seinen Stil hier weiter durchführen, offensiver Boxer. Dann muss man Gas geben, aber mit Kopf, ja, nicht ohne Kopf. Nico wird Tilev auffordern, noch mehr zu machen. Werf und Schuss. Variieren, Körper-Kopf-Attacken und vor allem Kombinationen zu schlagen. Tilev wirkt jetzt wieder da, wirkt willensstark. Erster Schlag allerdings von Debremian. Das ist gut zum Körper, variiert da. Debremian versucht zu kontern. Was ist das hier für ein Gefecht im BMW-Park? Rechte zum Körper ansatzlos. Schöne Führende von Debremian. Der weiß auch, er muss hier das Tempo hochhalten. Wieder ein schöner Treffer von Debremian. Da muss Tilev auch aufpassen. Seine Deckung oft zu offen. Runde wieder deutlich ausgeglichener jetzt. Debremian bleibt aus der Distanz draußen. Jetzt hat Tilev ihn da an den Seilen, wo er ihn haben will. Auf der Zag, aber auch vom Armenier. Jetzt der Infight. Gefragt.
Und das war ein guter Körpertreffer von Tilev. Der hier aber auch bitte, dass hier Bremian diese defensiven Lücken auch nicht so hundertprozentig ausnutzen kann. Weniger als eine Minute noch. Tilev scheint wieder hier das Zepter an sich gerissen zu haben. Aber es kann sich jede Sekunde ändern. Wunderbare Kopfbewegung jetzt von Jebremia. Break. 30 Sekunden noch. Schöne Führung von Jebremia, der jetzt so langsam Tilevs Haken gelesen hat, sich dann immer wieder gut wegbewegt. Mit schönen Oberkörperbewegungen. Und dann ist hier Feierabend, zumindest in Runde 5. Wieder sehr, sehr ausgeglichen. Bremian wirklich mit hohem Schlagvolumen. Also da maße ich mir jetzt nicht an zu sagen, wie es auf den Punktzetteln aussieht. Sehr, sehr enge Geschichte. Die eine Runde wegen dem Niederschlag 10:8 für den Mann aus Armenien. Wenn er nur eine andere Runde gewonnen hat, steht es hier unentschieden. Da kann man schon noch mal zuwählen. Der wird auch bald Vater. Vielleicht kann Cortesi da noch mal dran appellieren. Er muss jetzt wirklich aus seiner Sicht die letzten Körner mobilisieren. Mit einer starken letzten Runde erhöht er die Wahrscheinlichkeit aufs Maximum, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Der Atem allerdings schon sehr, sehr tief. Bei der Hitze hier aber auch völlig normal. Er hat aber noch die Kraft, das Publikum noch mal zu animieren. Es kommt jetzt drauf an, 3 Minuten bis zur Entscheidung. Wieder gute Rechte gerade von Jebremian. Da sind sie, unsere Punktrichter. Wie haben sie den Kampf gewertet? Die Antwort gibt es am Ende dieser Runde. Kraftverschleiß jetzt auch vorhanden. Wer kann jetzt nochmal angreifen? Tilev versucht es mit dem rechten Haken. Jebremian duckt sich weg, ein gewohntes Bild. Beide schenken sich nichts hier beim Finish. Du musst arbeiten, Dimi, kommt aus der Ecke. Sein Trainer Goni Cortesi feuert ihn an. Er muss mehr machen, wenn er die Runde klar für sich entscheiden will. Schöne Rechte gerade von Tilev, der aber auch immer wieder aufpassen muss. Nächste gute Aktion, viel auf der Deckung allerdings. Hier Bremia, was hat der noch im Tank? Versucht es hier. Aber zu geradlinig, das kann Tilev mittlerweile ausrechnen. 70 Sekunden noch. Beide Boxer am Limit. Das ist nur noch Wille hier in der 6. Runde. Hier zeigt sich, wer man ist. Ist Tilev sich sicher, den Kampf gewonnen zu haben auf dem Punktzettel? Er riskiert nicht mehr so viel. Jetzt nochmal. Schöne linke Gerade vom Mann aus Bielefeld. Stop.
Die drei Hauptkämpfe gleich bei München TV. Das sind noch etwas mehr als 10 Minuten. Hier sind es noch etwas mehr als 10 Sekunden. Und das wird richtig spannend. Sollte es auf die Punktzettel gehen und es sieht alles danach aus. Hier Bremian, ein ausgefuchster Hund, wird es jetzt nicht mehr auf irgendwas einlassen. Und dann ist hier tatsächlich Feierabend. 6 Runden in den Büchern. Hier Bremian feiert sich als Sieger. Boah, da will ich jetzt keine Prognose abgeben. Das war brutal eng. Eine Runde ging sicher an ihn. Die 10-8 Runde. Alle anderen Runden sehr, sehr eng. Die letzte Runde auch jetzt sehr, sehr eng. Ganz, ganz schwierig. Mir hat ein bisschen was gefehlt von Tilev. Ich war mir sicher, er wird noch mal mobilisieren in der letzten Runde. Einige Kräfte. Aber das war auch wieder brutal knapp. Brutal eng. Wir warten jetzt gleich auf die Punktzettel, die in den Ring gegeben werden. Uri Hazrolli gerade zu sehen. Das ist der Promoter, der Chef von Hazrolli Sports und Performance. Will hier was aufbauen in München. Das Boxen in München wiederbeleben. Mit der Veranstaltung heute ist das auf jeden Fall gelungen. Und die großen Leckerbissen, sie warten noch auf euch. 22 Uhr live bei München TV. Es wird spannend. Kai Petzmann, der hat das Urteil. Der wird es jetzt verkünden. Tilev Jebremian, wer hat gewonnen? Unser Ringsprecher mit dem Urteil. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Der Kampf wurde unentschieden gewertet. Draw. Ein Unentschieden in dem Kampf kann man schon geben mit dem Niederschlag. Boah, ganz, ganz enge Entscheidung für Dimitar Tilev. Natürlich eine Enttäuschung. Er wollte hier ein Statement setzen.